Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, mal wieder vom Garten. Ich möchte heute mit euch gemeinsam den Rasen mähen. Ich stehe jetzt hier schon am Rasen und ich bin jetzt hier gerade noch in der App drin. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich, wenn ich mit einem Stirnband was aufnehme, dass ich das übers Handy mache, beziehungsweise übers Handy kontrolliere, ob alles passt und so weiter und so fort. Und ja, ich nehme jetzt heute auf 4K auf und 30 FPS. Ich probiere das mal. Und weil ich nämlich auch ein neues Schnittprogramm habe, und zwar das Adobe nicht Premiere Pro, sondern das andere. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie es heißt, aber das werde ich beim Gaming auch mal sagen, denke ich mal, wenn ich mal einen Livestream mache oder so. Falls da nochmal Fragen kommen, könnt ihr es mir einfach in die Kommentare schreiben. Ich kann es da auch nochmal reinschreiben, mit was ich da jetzt dann schneide. Wenn ich es wirklich mache, muss ich gucken. Und da habe ich eben die Möglichkeit, auch auf 4K eben zu schneiden. Und das will ich jetzt eben mal probieren. Und deswegen nehme ich auf 4K auf. Und ja, audiotechnisch habe ich jetzt auch mal was umgestellt bei der Kamera. Das kann ich jetzt nicht zeigen gerade während der Aufnahme, aber da habe ich eben eingestellt, dass bei der Audio, dass das eben nur Stereo aufnehmen soll. Also da kann man einstellen, nur Stereo oder nur Wind oder Auto, also automatisch. Und ja, das habe ich jetzt mal auf nur Stereo eingestellt. Und einfach mal schauen, ob das funktioniert, ob da der Sound besser ist, ob er mich besser versteht. Oder halt die Audio. Sound ist ja falsch. Audio meine ich halt eben. Und ja, genau. Und dann würde ich sagen, leg mal los. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde euch heute auch, weil eben lange kein Video mehr kam vom Garten, habe ich mir gedacht, es ist zwar Rasenmähen, habt ihr jetzt schon öfter in verschiedensten Formen gesehen, sag ich mal. Mit Stirnband, damals mit dem Basti noch, wo er gesenzt hat, die Ränder, und ich mit dem Rasenmäher gefahren bin oder gemäht habe und das eine Stunde lang ging, und ja, dann in diversen Gartenvlogs wahrscheinlich auch schon, und ja, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gezeigt habe, aber mit Stirnband eben auch schon. Aber ich dachte mir, heute werde ich es euch mal, ja, nochmal zeigen und ja, einfach mal nur Stirnband und einfach mal, ja, so wie der ganze Ablauf ist und ja, genau. Und eben auch vielleicht in 4K eben, je nachdem, wie es halt funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, lege ich jetzt einfach mal los. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Glaube ich jetzt nicht. Ach so, genau. Heute ist jetzt auch Freitag, der 12. Juni, 11.19 Uhr. Und ja, da werde ich jetzt das Ganze machen, oder nehme ich das Ganze auf. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wenn es euch gefällt, ja, der Nachbar tut auch Rasenmähen scheinbar. Ist ja auch super Wetter heute dafür. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, das Ganze rein. Und ja, auch mal euer Feedback, wie jetzt das mit der Audio ist, ob das besser ist oder schlechter und so weiter und so fort, mit der ganzen Qualität und so. Genau, und dann werde ich jetzt einfach mal loslegen. So, das packen wir mal weg. Und ja, dann werde ich jetzt mal meine Handschuhe anziehen. Und dann werden wir erstmal den Stuhl da wegräumen. Und ja, ich möchte euch das einfach auch zeigen, weil das einfach auch dazugehört bei mir, wenn was auf dem Rasen steht, dass ich das auch wegräume.
Die Schaukel bleibt da hängen. Die hänge ich jetzt nicht runter. Der Sandkasten bleibt auch stehen. Da bin ich außen rum, weil der immer da steht. Und ansonsten ist ja nichts im Weg. Und ja, genau. So, packen wir das mal. Können wir den ein bisschen, ja, klappen wir mal zusammen hier. Geht das Ganze ein wenig einfacher. Aber es ist ja ein leichtes Teil. Das lege ich jetzt einfach mal hier rüber. Das, was ihr hier alles seht, das ist eigentlich so größtenteils Wildwuchs. Aber das kennt ihr ja, denke ich mal, schon. Ja, schöne Rosen sind da drüben. Da auch nochmal, wenn man sieht. Und da ist eben der Buchs. Der ist ja immer noch. Ja, der ist wahrscheinlich kaputt auf der einen Seite. Hier ist Salbei und Rosmarin. Ja, Salbei habe ich gepflanzt vor, lass mich überlegen, 2-3 Jahren, oder? Ja, vor zwei oder drei Jahren habe ich den schon gepflanzt. Ja, das müsste vor 2 Jahren war es. Anfang meiner Ausbildung, und da habe ich den gekauft, habe den gepflanzt, eigentlich in der Ecke, und hier ist eben jetzt noch Rosmarin, und irgendwo da drüben habe ich noch einen Thymian gepflanzt. Und ja, der Rosmarin geht völlig unter in dem Salbei. Wahnsinn, wie das wächst, krass. Naja, ist einfach so. Gut, ja, jetzt hole ich mal den Rasenmäher und können wir loslegen. Stachelzeug. Es muss genau immer am Weg wachsen, ne? Kann es nicht mal irgendwo mittendrin wachsen, wo man nicht durch muss. So, egal. Nicht euer Problem. So. Genau, jetzt schauen wir mal kurz in den Tank, aber das müsste eigentlich noch genügend drin sein. Ich habe das letzte Mal bei mir erst getankt und. Oder? Nein? Nee, der ist leer, oder? Uff. Oh, da habe ich den scheinbar das letzte Mal leer gemacht, oder das ist jetzt alles verdampft. Gut, dann brauche ich einmal den Kanister, oder habe ich den hier hingestellt? Nee, ich glaube nicht. Okay. Gut, pass auf, dann hole ich jetzt mal kurz den Kanister und mach mal kurz einen Cut rein. Dann hole ich den, befülle das und dann können wir loslegen. Genau. Gut, also dann mache ich das mal schnell und dann bis gleich. So Leute, hier bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt die 2 Kanister geholt. Der eine ist, der rote ist schon ein bisschen leer oder ja, fast leer. Und ja, ich habe jetzt nochmal auf die Temperatur geschaut. Ja, 23 Grad haben wir schon. Wahnsinn. Ja, ist auch schon wirklich warm. Merkt man auch. Und ja, jetzt einfach nur mal so zur Info für euch nochmal. Und jetzt werden wir einfach mal auffüllen. Jetzt hoffe ich mal, dass das vielleicht reicht. Schauen wir einfach mal. Ansonsten habe ich noch einen zweiten Kanister da. Mit dem kann ich auch nachfüllen. Notfalls. So.
gucken, dass es... Oh! Zischt ein bisschen. Riecht man auch direkt. So, wir sind jetzt da noch drin. Naja, könnte schon gehen noch. Könnte reichen, könnte aber auch knapp werden. Schauen wir mal. So. Das wurde ja auch mal kritisiert, dass ich den Rüssel hier nicht draufgeschraubt habe, sondern einfach nur reingesteckt habe in den Tank und dann dadurch reingeschüttet habe. Ja, tut mir auch wirklich leid. Aber ja, das war mein Fehler. Aber man lernt halt eben noch. Also aus Fehlern lernt man. Jetzt hoffe ich, dass das nicht... Ja doch, es hält. So, jetzt sehe ich natürlich irgendwie gar nichts. Das geht komplett rein, das war mir klar. So. Gucken wir mal schön vor, dass das alles rausgeht. So. Müsste passen. Schrauben wir das Ganze wieder runter. Und dann ist der hier leer. Und das gleiche machen wir jetzt da drüben auch. So, den hätte ich vielleicht mal schütteln sollen davor. Vielleicht mal sinnvoll. So, jetzt hat er... Beeil mich jetzt auch, dass ihr noch so viel wie möglich sieht, aber das gehört halt eben auch zur Vorbereitung dazu, vorm Mähen. Also ist nicht ganz so einfach, Rasenmäher anschmeißen und loslegen, so ist es halt nicht, also bei mir jedenfalls nicht. Und ja, aber werd mal, aber es ist halt, ja, ist halt einfach so. Und ich denke mal, es ist auch ganz interessant so für euch. So, dazu mal hoffen. Halt. Ich glaube, das reicht schon. Ja, das passt. Dann lass mal ein wenig Luft, dass das nicht, wenn es doch mal warm wird, dass das nicht, weil Flüssigkeit, das dehnt sich ja dann aus. Nicht, dass das dann so richtig Druck drauf ist und dann das Ganze zerreißt. Ich meine nicht davon aus, dass es passiert, aber ja, kann man sich immer nicht so sicher sein. Ich würde mich nicht drauf verlassen. So, schauen wir den wieder schön zu. Dann lasse ich die da stehen, das räume ich später dann weg. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich filmen kann. Knapp über eine Stunde. Wenn da mal dann, oder wenn der Akku leer ist und die Kamera geht einfach aus, ich mähe jetzt einfach, ich sage jetzt mal nichts mehr. Wie der Rasenmäher angeht, das habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video erzählt. Das, wo eine Stunde lang ging, wo ich mit dem Basti zusammen gemäht habe, beziehungsweise wo er gesenzt hat und ich habe gemäht. Da habe ich das ja schon mal erklärt, wie das Ganze geht. Und ich glaube in einem anderen Video auch sogar nochmal, in einem Gartenvlog. Also von daher, so, warum geht jetzt das hier wieder nicht drauf? Das ist blöd hier. Ja,
Ja, der Rasenmäher ist halt auch nicht mehr der jüngste hier. So, jetzt hat Lahamas. Jo, das gute Stück habe ich ja auch schon mal vor unten komplett sauber gemacht vor ein paar Wochen. Ja. So, jetzt brauche ich noch den Korb. Machen wir den noch dran. Und ja, ich werde jetzt einfach mähen. Ja, hier sieht man es, habe ich ja schön sauber gemacht mal. Messer müsste eigentlich auch mal geschliffen werden, bloß ich selber kann es nicht machen. Da bin ich auch noch nicht dazu gekommen, dass ich mal, muss ich umgreifen, dass ich mal das Messer weg tue zum Schärfen. Aber das mache ich auch mal noch. Muss auch mal sein. Aber ja, ist nicht schön, aber es geht noch. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, mal schauen, wie lange ich filmen kann. Wenn es einfach aufhört und ich werde mich nicht mehr verabschieden, dann ja, kann ich nichts machen. Kann ich auch nichts dafür. Ja. So, das ist immer ein Freck hier, da durchzukommen. Ist halt einfach genau so breit der Weg wie dieses, wie der Rasenmäher, beziehungsweise nur ein bisschen breiter. Und mit dem Rohr da seitlich ist das halt auch noch problematisch. Macht es nicht gerade besser. Ja, da ist halt auch so eine Bewässerung mal gewesen. Sieht man ja hier auch. Aber die benutzen wir nicht. Die ist schon alt. Vom Vorbesitzer noch. Und ja, naja. Gut. Ach so. Zum Gras kann ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob man es an meinen Schuhen sieht. Es ist noch sehr nass, tropfend nass. Also ja, aber ich will halt jetzt eben mähen, weil heute Nachmittag wird es dann nochmal wärmer. Und ja, hier ist es eigentlich auch schattig, größtenteils. Deswegen geht es so ganz gut und ja, wird schon gehen, denke ich mal. Hoffe ich. Genau. Gut, dann legen wir los. Werde ich an der Stelle nichts mehr sagen. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, dann werde ich einfach mal anfangen. Schnitthöhe müsste eigentlich passen. Schauen wir mal, wenn ich jetzt... hallo? Warum mag das jetzt wieder nicht? Au, oh. So. Ja, oder Mima so. Ja, Mima mal so. So dicht steht es eigentlich nicht. Oder? Ne, machen wir es mal so. Das müsste eigentlich passen. Gut. Dann legen wir los. Scheiß Rasenmäher. Ach komm schon. Ich krieg die Krise. Dem Teil. Puh. Brauche ich immer eine halbe Stunde, bis alles das scheiß Ding. Heute hat er keine Lust, oder was? Gehen wir mal ein bisschen hier hin. Come on.
Scheißding. Ich werde mal kurz einen Cut machen, bis der an ist. Das kann nämlich noch dauern. Das nervt mich. Der ist einfach schon so alt, dass der immer nicht anspringt. Es dauert immer ewig, bis ich den anhab. Naja, gut. Ich mache mal kurz einen Cut und wenn er an ist, filme ich wieder, weil das kann dauern. Also, bis gleich. So, Leute. Ja, Rasenmäher mag nicht anspringen. Ich habe es jetzt zig Male probiert. Erst da oben. Dann dachte ich mir, ja, da am Berg, am Hang, funktioniert es wahrscheinlich nicht, weil er halt nicht gerade steht. Hatte ich gedacht. Hat da oben zwar auch schon mal funktioniert, schon öfter, aber manchmal war es eben auch so, dass ich dann da oben angefangen habe. Oder eigentlich ist es immer so, dass ich da oben anfange an der Ecke und dann halt runter mähe. Und dann außen rum. Aber ja, war halt eben dann auch so, dass ich da oben dann angefangen habe, beziehungsweise anfangen wollte. Habe ihn versucht anzumachen, wollte er nicht. Bin ich immer da runtergefahren, hier auf die ebene Fläche hier. Ich weiß nicht, ob man das so auf dem Video überhaupt sieht, so mit der Steigung. Und auf jeden Fall hat es da dann immer funktioniert. Also da hat es eigentlich immer funktioniert. Klar, der Rasenmäher ist auch nicht mehr der jüngste, das habe ich ja schon gesagt, der ist ja auch schon alt. Ich habe keine Ahnung, wie alt der ist, weil der hier schon da war, wie wir hierher gezogen sind. Und keine Ahnung, aber der wird bestimmt auch schon ja, über 10 Jahre alt sein, bestimmt, also mindestens. Ja, oder halt auf jeden Fall wurde da lang nichts mehr gewartet, weil der springt einfach so schlecht an immer. Entweder er springt dann gar nicht an, so wie heute, oder halt dann erst nach einer Viertelstunde probieren manchmal. Manchmal habe ich aber auch das Glück, dass er dann nach 4-5 Mal anziehen direkt anspringt, aber ja, heute eben nicht. Jetzt ist es 12:01 Uhr. Ich habe es jetzt bis jetzt probiert, wie gesagt, einmal da oben, einmal hier unten, und der mag einfach nicht. Und meine Erfahrung sagt mir auch, wenn ich jetzt da weiter probiere, der wird trotzdem nicht anspringen. Also ich weiß nicht, was er hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Entweder ich probiere es heute Nachmittag nochmal, so 16, 17 Uhr sowas, wenn es wieder ein bisschen kühler wird, weil jetzt dann wird es eh warm. Wir haben ja schon 23 Grad und dann wird es ja noch wärmer heute Nachmittag. Und ja, also der meldet ja heute 27, 28 Grad sowas. Und da habe ich dann auch keinen Bock da zu mähen, ehrlich gesagt, weil ja, wenn ich es mir schon aussuchen kann, dann mache ich es doch lieber, wenn es ein bisschen kühler ist, obwohl hier auch Schatten ist, aber größtenteils, aber trotzdem. Und ja, tut mir jetzt wirklich leid, dass es nichts geworden ist. Ich werde jetzt an der Stelle auch das Video dann beenden. Vielleicht werde ich es euch noch zeigen. Vielleicht mähe ich heute, vielleicht mähe ich auch wann anders dann. Mal schauen. Keine Ahnung, weil Tag war eigentlich anders geplant, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich Vormittag mähen, dass es erledigt ist und dass da, wo es noch ein bisschen kühler ist, noch nicht so warm. Nachmittag wollte ich eigentlich andere Sachen machen, aber ja, blöd.
ja, kann man nichts ändern jetzt. Es ist auch ziemlich nass, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach noch zu nass ist, weil dann beim Anlassen drehen sich ja die Messer auch gleich und vielleicht kommen die da nicht schön durch und dann fehlt der Schwung wahrscheinlich oder keine Ahnung, kann auch sein. Könnte ich jetzt, würde ich jetzt vermuten, aber bin mir auch nicht sicher. Und ja, aber jetzt habt ihr mal, ich werde es jetzt trotzdem hoch, oder ich habe es jetzt trotzdem hochgeladen, weil ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze abläuft, mit Vorbereiten, Wiese freilegen, sage ich mal, Sachen wegräumen, dass ich mähen kann, wie eben den Stuhl jetzt in dem Fall. Manchmal war auch hier noch die Hollywood-Schaukel gestanden und ja, das habe ich ja dann auch immer noch weggeräumt und so, ist manchmal ein bisschen was. Und halt Rasenmäher auffüllen, anlassen eben eigentlich, herfahren, das wollte ich euch halt einfach mal zeigen. Hätte euch auch gern das Mähen noch gezeigt, aber das funktioniert heute einfach nicht, mag heute nicht und ja, da muss ich Geduld mitbringen bei dem, das ist halt einfach so und ja, einfach nochmal wann anders versuchen und ja, dann hoffe ich trotzdem, es hat euch gefallen. Ja, weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin jetzt echt enttäuscht, sag ich mal, frustriert, dass das einfach nicht funktioniert hat. Ich denke mal, das merkt man auch, weil ich eigentlich das sehr schön geplant hatte, weil es halt eben jetzt die letzten Tage, die ganze Woche hat es geregnet, größtenteils viel und gestern Nachmittag hat es eben auch nochmal ein bisschen geregnet und ein bisschen hergetröpfelt und ja, wenn das jetzt gestern Nachmittag trocken geblieben wäre, beziehungsweise den ganzen Tag gestern, wäre es heute auch trocken, dann wäre das vielleicht auch besser gegangen, weiß man nicht, keine Ahnung. Wäre natürlich auch gut gewesen, aber eigentlich dachte ich, dass ich es heute mache, weil morgen am Samstag und Sonntag, Montag, da meldet er wieder Regen und ja, dann wäre das gemäht gewesen, dann hätte es wieder schön nachwachsen können mit dem Regen, aber ja, ist halt schade, aber naja, schauen wir mal. Vielleicht, also ich werde es euch bestimmt nochmal zeigen, je nachdem, wenn ihr es nochmal sehen wollt, könnt ihr es ja mal reinschreiben. Wenn nicht, dann, ich meine, ihr habt es schon ein paar Mal gesehen, wie das mit dem Rasenmäher läuft, was es für einer ist und so weiter, welche Flächen ich mähe und das habt ihr ja schon gesehen und hat sich eigentlich immer nicht viel oder bisher nicht viel geändert. Und ja, den Durchgang da unten, der Weg, der hervorläuft, den muss ich auch mal freilegen. Da ist die Hecke und, also nicht die vordere Hecke, sondern hier alles, was hier sind, diese Johannisbeeren und, oder Stachelbeeren oder was da wächst. Und von der anderen Seite so stacheliges Zeug, das ist alles rübergewachsen, das muss ich auch mal mit der Heckenschere freischneiden, freilegen wieder. Das werde ich auch mal noch machen, da werde ich euch auch noch mal was filmen und euch mitnehmen. Ich weiß bloß noch nicht, wann ich das mache, wegen Corona ist jetzt schwierig, ich habe keine Heckenschere. Die müsste ich mir wieder vom Basti leihen, beziehungsweise von einem anderen Kumpel von uns beiden. Aber die kennt er ja schon, die Heckenschere, die war ja schon öfter im Einsatz da in diversen Videos und ja, die bräuchte ich halt dafür eben. Und dann könnte ich das mal machen, müsste halt auch mal sein. Der Ast da vorne hängt auch schon wieder ganz schön runter, kommt man schon fast nicht mehr durch. Dann da vorne beim Zwetschgenbaum, da hängt auch der Ast wieder ziemlich runter, müsste man auch wieder wegschneiden. Hier ist es ja ähnlich, aber nicht so schlimm. Und ja, aber das muss ich auch noch machen die nächste Zeit. Ja, das wird sich noch rausstellen.
Oder ich mache es im Herbst erst. Ja, mal schauen. Werde da noch früh genug rausfinden bzw. sehen. Und ja, gibt's sonst noch irgendwas zum Garten? Ansonsten, ich habe halt die letzten Monate halt nichts mehr gemacht, sage ich mal, außer Rasenmähen. Weil ich halt erstens mal habe ich viel gelernt für die Prüfung dann auch, die ich jetzt auch hatte, theoretisch für die Ausbildung. Und deswegen war ich dann eigentlich immer innen am Lernen. Ja, und seit Corona kann ich halt auch nicht mehr, selbst mir sind die Hände gebunden, weil ich kann auch nicht mehr meinen Kumpel einfach fragen, also kann ich schon, aber der kann nicht einfach kommen und mir hier helfen, weil ja immer diese Infektionsgefahr einfach besteht. Man darf zwar zu zweit zusammen sein und so weiter, aber ja, da ich eben Risikopatient bin, was ich ja auch schon mal gesagt habe in einem Stream, glaube ich, ist das halt gefährlich und da bin ich auch echt vorsichtig und bin eigentlich auch immer daheim. Und ja, aber müsste halt zu viel gemacht werden, bloß ich alleine macht es halt einfach für mich keinen Spaß und auch keinen Sinn, da irgendwie was anzufangen, ehrlich gesagt. Weil man halt in einer Ecke anfängt und dann wieder in die nächste Ecke geht und dann kann man wieder von vorn anfangen, weil wieder alles zugewachsen ist und ja, das muss ich ehrlich gesagt nicht haben. Ja, aber ja, hoffen wir mal, dass es dieses Jahr noch was wird, dass ich mal wieder hier eine Aktion mache. Wie gesagt, freischneiden muss man mal, da drüben auch, hier entlang wieder mal durchgehen. Ansonsten die ganzen Beete mal leer räumen und bepflanzen mal. Ja, ich hoffe, ich kann das nächstes Jahr mal machen. Mal schauen, was sich noch so ändert oder wie es weitergeht. Mal gucken, aber nur, dass ihr da mal was wisst, wie es im Garten jetzt ausschaut, wie mein Plan ist, was ich dieses Jahr noch vorhab. Die Bäume will ich dieses Jahr noch ein wenig zurechtschneiden, dass das passt. Wie gesagt, den Weg da hinten und ansonsten Rasen halt immer mähen und so weiter. Und ja, genau. Ja, Rasenansaat vorne ist auch super geworden, auch super gewachsen, schön dicht. Und ja, das wollte ich euch eigentlich heute zeigen, aber das zeige ich euch mal beim Mähen oder was vielleicht. Mal schauen. Ja, ansonsten, ja, weil halt eben, also ich habe jetzt eben auch mal so gesamt den Garten erzählt oder vom Garten erzählt, weil halt eben auch die Frage aufkam oder kam, ja, kommt auch mal wieder was vom Garten, wollten mal wieder welche was vom Garten sehen. Und ja, heute mal wieder, es war jetzt zwar nicht so wie geplant, aber ja, denke ich mal trotzdem sehr interessant, hoffe ich. Und ansonsten habe ich euch erzählt, wie es ausschaut, was ich machen will die nächste Zeit und oder was ich dieses Jahr noch machen will hier im Garten. Und ja, achso, Feuerstelle kann ich auch mal zeigen. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Ja, wächst halt jetzt ein bisschen Unkraut durch, weil eben Erde drin ist dazwischen. Ansonsten die Reste sind noch drin, das habe ich halt eben drin gelassen, weil ja, das kann man ja nochmal anzünden eigentlich, teilweise. Und ja, ich habe jetzt aber seitdem auch kein Feuer mehr gemacht. Will ich dieses Jahr auch noch ein paar Mal machen. Ja, mal schauen. Genau. Habt ihr das auch mal noch gesehen? Und ja, den Weg muss man auch freilegen wieder. Ja,
Holzstand muss ich mir auch mal was überlegen, was ich damit mache. Das soll eigentlich nicht immer da liegen bleiben. Muss eigentlich auch mal weg. Also hier hinten, das von den Bäumen hier, was wir da mal letztes Jahr rausgeschnitten haben, abgeschnitten haben. Ja, genau. Ja. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like, also einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie es auch mit der Audio war, also mit der Audio war, ob das besser war, die Qualität, oder schlechter oder gleich. Und ansonsten könnt ihr mir ja auch nochmal Sachen reinschreiben, Tipps oder so. Vielleicht, wenn auch jemand einen Tipp zum Rasenmäher hat, was ich vielleicht auch mal machen kann, dass er anspringt oder versuchen kann. Zündkerzenstecker, der steckt natürlich, also das ist es nicht auf jeden Fall, das kann ich sagen. Ansonsten, ja, ich denke mal, der braucht einfach mal eine Wartung, der Anlasser muss mal vielleicht auch mal gewechselt werden. Einfach mal kontrolliert werden, das muss ich einen Mechaniker anschauen, ich kenne mich da einfach nicht aus. Und ja, dann schauen wir einfach mal, das muss ich halt mal machen lassen, genauso wie die Messer schleifen lassen. Weil das Messer schleifen lassen, das muss ich auch mal machen lassen. Und ja, genau. Aber sonst schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr für Wünsche habt, was ich vielleicht auch mal hier im Garten noch machen soll, was ihr mal sehen wollt. Was ich noch nicht gezeigt habe, was ich vielleicht auch mal auf einer anderen Art und Weise aufnehmen soll, könnt ihr mir auch mal reinschreiben. Achso, okay, es ist die Spitze von dem Baum. Ich dachte schon, es ist ein anderer Baum. Ich dachte mir schon, es gibt gar keinen höheren Baum wie den hier eigentlich. Nee, egal. Ist mir jetzt bloß gerade aufgefallen. Genau, also dann würde ich sagen, ja, ballert Likes raus, ballert die Kommentare mit Kommentaren voll und Kommentarbereich mit Kommentaren voll und ja, genau, schreibt mir einfach eure Fragen rein und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao, servus.